Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder auch gute Nacht und herzlich willkommen zum Future Weekly, dem Startup-Podcast. Wie immer mit mir, Daniel, und wie immer mit einem sichtlich gut gelaunten Markus. Ja, Markus ist da und auf Spotify siehst du es an der Überschrift, auf YouTube siehst du es am Bild. Wir haben auch einen Gast und das ist diesmal Harald Mahrer. Servus, Harald. Hi und vielen Dank für die Einladung. Du, wir freuen uns, dass du da bist und ja, sind gespannt, mit dir ein bisschen zu plaudern und haben ein paar Themen vor. Jetzt, wenn man sich über dich schlau macht, dann sieht man relativ schnell, dass du doch ein paar Rollen hast. Ich lese das jetzt mal vor. Da steht, dass du der Präsident der Wirtschaftskammer bist, der Präsident des Wirtschaftsbundes, des Wirtschaftsforschungsinstituts und der Österreichischen Nationalbank. Jetzt angenommen, man kann wieder ganz normal reisen und du bist irgendwo dann in naher Zukunft in einem wohlverdienten Urlaub, irgendwo, wo man dich nicht kennt. Und jemand sagt, Harald, was machst denn du so? Wie antwortest du? Ich würde als erstes antworten, dass ich seit vielen, vielen Jahren Unternehmer bin. Das ist ja, was ich am allerliebsten mache. Ja? Also eigentlich habe ich so diesen Entrepreneurial Spirit während meiner Zeit an der WU entwickelt, durfte ja sehr, sehr früh mit dem ganzen Thema Digitalisierung in Kontakt kommen und wollte dann eigentlich immer ein Unternehmen gründen, was ich dann auch gemacht habe nach meiner Zeit als Forschungsassistent Anfang der 2000er Jahre. Und mit Ausnahme meiner Zeit in der Bundesregierung war ich das immer und habe auch vor, das weiterhin immer zu sein. Also da brennt mein unternehmerisches Herz. Eigentlich quasi lichterloh, kann man fast sagen. Und das andere sind jetzt so Funktionen, die ich dazu habe. Die Wirtschaftskammerfunktion als Präsident und damit oberster Unternehmensvertreter in Österreich ist sicher die ausfüllendste neben der Unternehmertätigkeit. Und die anderen sind ja entweder eine politische Funktion einer Fraktion oder eben Aufsichtsfunktionen, die man vergleichen kann mit dem, mit einer Aufsichtsratmitgliedschaft oder halt dem Vorsitz in einem Aufsichtsrat. Ich finde das ja immer sehr beeindruckend, was du das alles machst. Ich finde es aber auch spannend, dass du immer sagst, dass du Unternehmer, zunächst einmal Unternehmer bist. Und das Lustige ist, wenn ich so ein bisschen zurückdenke, ich habe dich auch als solchen kennengelernt und ich sehe dich ja immer selber so als einen von uns an. Aus dem einfachen Grund, wir haben uns kennengelernt, ich müsste lügen, das dürfte beim ersten, zweiten, dritten Austrian Startup Stammtisch gewesen sein. Da bist du aufgetaucht. Ich dachte, wer ist das denn? Du warst ein bisschen größer als die anderen. Das ist mir aufgefallen und das fand ich spannend und so haben wir uns auch ein bisschen kennengelernt und ja, so unsere erste Gespräche geführt. Was hat dich denn damals zu dem Stammtisch getrieben? Weißt du das noch? Ich habe gehört, dass es ihn gibt und ich war einfach total neugierig. Ich wollte einfach da in diesen Hinterhof hinein. Ich habe gesagt, das ist in einem Hinterhof. Ja. Ich habe gesagt, okay, Hinterhof klingt gut, das klingt so nach Garagenspirit. Ja. Ja. Und dann war das auch, so kann ich mich genau erinnern, diese Eisentür aufgemacht, den ersten Stock rauf, ein bisschen düster zuerst und dann die ganze Gruppe an hochmotivierten Jungs und Mädels. Und das ist vielleicht sozusagen, was mich auch wirklich hingezogen hat. Also ich bin immer magisch angezogen durch das, was Unternehmertum ausmacht, nämlich diesen Spirit, was zu bewegen. Das liebe ich auch, da hole ich immer auch meine Energie her aus der Interaktion mit allen anderen Unternehmerinnen und Unternehmern für dann vielleicht politisch große Aufgaben, wo man Rahmenbedingungen schraubt, das nicht immer leicht ist, das immer schwierig ist, aber dieser Spirit, einen Impact zu erzeugen, was am Boden bringen zu wollen, oftmals auch against all odds, wo die Leute sagen, total verrückt, mega crazy, kann nie funktionieren. Aber das ist genau die Einstellung, die dann was am Boden bringt. Es geht nicht für alle, wissen wir. Es muss immer die richtigen Rahmenbedingungen brauchen, die richtigen Instrumente, viele Partner, das richtige Netzwerk. Oftmals auch die Gunst der Stunde nutzen, ja, die ist nicht immer da, wissen wir auch, gehört eine Portion Glück dazu. Aber dieses Wollen, etwas bewegen wollen und vor allem nicht ganz allein und mit anderen und offen sein und neugierig und sich austauschen, das war sicher auch eine Motivation, dorthin zu gehen damals. Und ich war ja auch, wenn du dich erinnern kannst, schwer beeindruckt. Ja, also intensive Debatten entstanden und nehme aus dem auch immer viel mit und tue das auch nach wie vor. Im Übrigen, wann immer ich irgendwo international unterwegs bin, ich versuche mit der Community dort in Kontakt zu kommen, also mit der jüngeren Startup-Community. Und waren auch bei allen Delegationsreisen, solange ich Regierungsmitglied war und auch jetzt, immer Innovation, Entrepreneurship, da muss man eintauchen. Da bekommt man eigentlich mit, wie die Vibes in einem Land sind, wenn es um Zukunft geht. Die bekommt man dort am allerbesten mit. Und das ist interessanterweise überall rund um den Globus auch ein kultureller Melting Pot. Also es sind nie nur Einheimische unter Anführungszeichen, sondern du findest immer dort eine internationale Community. Und es ist faszinierend, mit welchem anderen Blick auf Welt die Menschen dort agieren, leben und arbeiten. Na, du sagst das schön und ich meine, ich finde das auch eine schöne Zusammenfassung. Ich fand es auch immer interessant, dann zu sehen, wie du dich dann quasi über die Jahre so entwickelt hast und dann immer weiter. Und wie gesagt, immer so ein bisschen das Gefühl, dass es dann der, den wir vom Stammtisch kennen, spannend, was er macht, spannend, was er erlebt und wie das so vorangeht.
und zeige gleich auch, wie du das Thema Unternehmertum suchst. Jetzt, wenn ich ein bisschen dich fragen würde, wenn du mal so ein bisschen so die letzten Jahre Revue passieren lassen müsstest, wo standen wir damals, wo stehen wir jetzt aus der Sicht von Entrepreneurship, welches Bild würdest du da so zeichnen? Also ich glaube, das ungebrochene Spirit, Neues zu wagen. Ich glaube, dass wir, was das Thema Digitalisierung betrifft, einen ordentlichen Sprung weiter sind. Ganz besonders im letzten Jahr, da war die Covid-Pandemie-Geschichte jetzt schon ein dramatischer Treiber. Also so ein richtiger Brandbeschleuniger, könnte man fast sagen. Aber ich mag das Wort nicht, weil das würde dann heißen, es kommt so ein unkontrollierter Brand. Aber halt ein Turbo, ein richtiger Booster. Ja. Also selbst für die, die noch nicht gesehen haben, was kommt da auf uns zu? Ich glaube, die haben jetzt wirklich eyes wide open, ja, und sagen, puh, ja. Und viele haben sich jetzt auch auf dieses Abenteuer neue Technologien eingelassen. Zum Teil, weil sie den Druck hatten und zum Teil, weil sie vielleicht auch ehrlicherweise auch die Muße jetzt hatten, weil das Geschäft vielleicht nicht so ging, sie nicht offen haben konnten oder sich da ganz neugierig ausgetauscht haben und da geht jetzt mehr. Und das, was viele Junge vorgehüpft haben, mit Jüngeren meine ich gar nicht vom Alter, sondern Unternehmen, hüpfen jetzt andere nach, inspirieren da wiederum jüngere Unternehmen und die bewegen sich wieder nochmal auf ein neues Level. Also ich spüre da viel Drive. Bei den Rahmenbedingungen selber, da haben wir noch viel Luft nach oben, wie im Übrigen vielen Ländern, muss man auch ehrlicherweise sagen, da geht viel, aber was mir aufgefallen ist, und im Übrigen merke ich das auch bei mir selber, ich habe immer wieder Geld auch in Unternehmen gesteckt, investiert, mitgeholfen, was zu gründen, die Risikobereitschaft nimmt zu. Österreich im Speziellen. Und ich merke es sogar bei mir selbst. Das ist interessant, weil ich immer sehr risikofreundlich war. Aber je spannender die Ideen sind, umso größer ist auch noch die Risikobereitschaft. Das merke ich eben nicht nur bei mir. Ich merke es bei anderen etablierten Unternehmen. Ich merke es auch bei Investoren, die per se ja schon, nicht nur im Venture Capital Bereich, auch ganz, ganz traditionelle Geldgeber, die als Business Angels agieren. Das ist gut. Das ist super. Das ist wichtig, weil wir ja, wenn du risikobereiter bist, bringst du mehr in Bewegung. Ja? Und das erachte ich sozusagen als eine sehr subjektive Beobachtung von mir, aber als super spannende Entwicklung über die letzten Jahre. Ja, es ist ein schönes Bild. Markus? Du hast vorher gemeint, wenn du auf Reisen gehst, dann schaust du dir gerne die lokale Startup-Szene an, um auch ein Gespür dazu zu bekommen, wie das Land in Richtung Zukunft denkt. Was würdest du da zur österreichischen Startup-Szene sagen? Wie denkt Österreich in Richtung Zukunft? Ich glaube, das ist nur fair, wenn man das vergleicht mit anderen. Also man muss sagen, im Vergleich zu, ja, weil sonst ist es nur eine singuläre, statische Aussage. Ich würde es gerne ein bisschen dynamisieren. Also wir haben gelernt mit wir, und ich nehme mich da mit als Teil der Community, ja, jetzt nicht ein ganz junger, aber halt so ein bisschen mittlerer, ja, auch nicht so ein ganz alter. Wir haben gelernt, globaler zu denken. Also was sehr stark auf Heimmarkt orientiert war bei Produkten, produktorientierten digitalen Dienstleistungen und Services, ist schon über die letzten 10, 15 Jahre mehr in Richtung globales Denken gegangen. Also wir haben etwas gelernt, was in Israel zum Beispiel in die DNA hineingeschrieben ist. Also dort gibt es keinen jungen Unternehmer, keine junge Unternehmerin, die nicht automatisch sagt, ich mach was for the global market. Das war bei uns, ihr werdet nicken, Daniel wird nicken, wenn man sich zurückerinnert, sehr viel kleiner. Ich erinnere mich noch an 99-2000, wo es diese Startup der Community-Veranstaltung First Tuesday gegeben hat. Da haben die Leute ihre ersten Geschäftsmodelle ausgepackt und gesagt, das machen wir jetzt einmal 5 bis 7 Jahre in Österreich und dann schauen wir, ob wir vielleicht nach Deutschland gehen. Also so eine dramatische Hinwendung zu, der Markt ist global, ich denke daher in Zielgruppen global. Das ist gut. Was uns aber unterscheidet sicher, ist, glaube ich, einfach noch diese Sprachbarrierengeschichte. Also wir denken noch zu wenig in, würde mal sagen, Englisch. Ich sage das ganz offen. Also wir haben sehr viel localized approaches dadurch, dass wir halt einmal die deutsche Sprache nach wie vor auch in den Teams irgendwo, die ich halt so kennenlerne, als dominierende Sprache haben. Das ist gut, das ist ja Teil auch unserer Kultur. Aber ehrlicherweise, es ist auch ein bisschen hinderlich, weil wenn ich in Seoul bin oder in Tel Aviv oder in Singapur oder mir selbst eine Startup-Community in Addis Abeba anschaue, was ich mir noch vor der Pandemie im Ende August 19 mal gemacht habe, oder du gehst zum Beispiel nach Ho Chi Minh City, also das frühere Saigon in Vietnam, wo die Vietnamesen alle tippitoppi Englisch sprechen, die reden alle Englisch miteinander.
selbst wenn die Teams quasi irgendwie Local Teams sind, nur mit ein, zwei Foreigners, das hat schon was Globaleres. Also da würde ich mal sagen, sind wir noch irgendwie anders. Und beim Fokus, keine Kritik, aber eine Observation, eine Feststellung. Wir versuchen zu viel nachzuahmen und zu wenig von dem Potenzial zu nutzen, was es originär in Österreich gäbe. Was meine ich damit? Ihr wisst, ich bin ein ganz großer Fan von der Förderung von Spin-offs von Universitäten, Forschungseinrichtungen aus dem Bildungsbereich. Und wir haben halt einfach eine Tradition, die ganz stark mit einer Tip-Top-Entrepreneurs, mit einer Entrepreneurskultur in Verbindung mit der Ingenieurskunst, ja, steht. Das heißt, wir haben im naturwissenschaftlichen Bereich super Leute, alles, was mit Maschinen- und Anlagenbau zu tun hat, geht jetzt in den Robotikbereich, in Elektrotechnik, Elektronik, aber viel auch mit Prozessen im B2B-Bereich. Und ich habe so das Gefühl, aber ihr seid ja noch bessere Kenner, weil ihr noch viel mehr Interaktion steht, dass es bei uns diesen Zwang gibt, wir müssen unbedingt was im B2C-Bereich machen. Weil die Skalierungsfähigkeit in großen Geschäftsmodellen dann viel größer ist. Truth to be told, du kannst super erfolgreich sein mit Lösungen, die der Endkonsument gar nie sieht, weil du im Geschäftsfeld unterwegs bist. Und da sind wir der österreichischen Wirtschaft und vor allem technologiegetrieben aus der Forschung heraus wahnsinnig toll aufgestellt und da passiert zu wenig. Und diese Neugierde dort hineinzuschauen, ich habe jetzt wieder ein paar Startups und Scale-ups natürlich gerade kennengelernt in den letzten Monaten, trotz Covid, die da, also die machen Affiges. Also ganz coole Geschichte. Weiß aber niemand, weil das rein B2B ist. Wir wachsen auch. Und dort könnt viel mehr reingehen, die sagen, ja, wir sind zu wenig in der Interaktion, wir können da gar nicht andocken. Dann sage ich immer, na ja, redet mit der Community. Und so. Ich glaube, da sind wir noch sehr, da hängen wir sehr schnell an so einem internationalen Trend. Ja, hauptsächlich, es geht um das Massenkundengeschäft. Die Wahrheit ist, ich sage immer, die Paletten müssen vom Hof gebracht werden, damit der Händler was verkaufen kann. Ne? Aber irgendwer muss auch die Paletten organisieren und die Verpackungen und die Produkte eigentlich herstellen. Also es geht nicht immer nur um den Endkonsumenten. Ne? Sag mal, mich würde interessieren, wenn du dann auf Reisen warst, als das noch sehr gut ging und du dann die Startup-Ökosysteme und die wirtschaftlichen Ökosysteme kennengelernt hast, dann bist du sicherlich auch immer wieder gefragt worden, ja, wie ist es denn um den Standort in Österreich bestellt? Wofür steht denn dieser Standort? Stichwort Standortpolitik, weil wir auch immer wieder darüber sprechen, dass zumindest aus unserer Perspektive eigentlich ein sehr klarer Nordstern noch immer nicht ganz ersichtlich ist. Wie hättest du das umschrieben? Ich hätte gesagt, dass wir wahnsinnig viel cooles Talent haben. Also wir sind schon gesegnet mit einem sehr, sehr guten Bildungssystem und im ganz ehrlich betrachtet im globalen Vergleich, auch was die Länder rund um uns herum betrifft, mit denen wir in der Zwischenzeit ja eng verwoben sind, vor allem osteuropäische und südosteuropäische Länder. Wir haben aufgrund der Lebensqualität natürlich einen extremen Brain Gain aus Deutschland. Ja, also wenn ich mal allein anschaue, was aus Berlin, auch aus Hamburg, Stichwort Medienbereich, Frankfurt, München, nach Österreich gekommen ist. Selbst aus Zürich, ja, muss man sich mal festhalten, in den letzten Jahren Menschen, die da sind, die da arbeiten wollen, dann kann man sagen, hochbegabte Menschen in einem extrem von den Lebensumfeldbedingungen prachtvollen Standort können einfach ihr Ding machen. So erzähle ich das auch immer und das stimmt auch und das ist einfach 100% Wahrheit. Rahmenbedingungen, wo wir einfach schrauben müssen, ist nach wie vor das Geld, also die Finanzierung. Aber nicht im Seeding, nicht im Start, sondern halt dann beim Wachsen. Und mir blutet halt nach wie vor das Herz, aber das ist ein globaler Markt. Wenn ich halt sehe, Series B Finanzierungen, AB-Runden, da spielen die Österreicher eine untergeordnete Rolle. Auch die Deutschen. Und immer sagen, das geht halt international. Das ist, weil wir halt dort in einer Kategorie rangieren, wo wir halt einfach wirklich weit hinterher sind. Und gerade letzte Woche wieder am Freitag einen ganz kurzen Call gehabt, Viertelstunde mit einem Venture Capitalisten und seinem Team, sehr erfolgreich aus Chicago, der in Chicago ist und in Palo Alto. Und er hat gesagt, er hat mich durch ein internationales Netzwerk, die haben gesagt, wenn du mit jemandem sprechen willst, ruf den Harald Mara an. Und ich sage, wie kommen Sie auf mich? Sagt er, naja, wir haben uns das angeschaut, also ihr habt super Universitäten, ihr tut's bei den Forschungsausgaben, seid ihr ganz vorne. Wir waren zwar nicht so auf unserer Map, aber wir wollen diversifizieren und wir wollen in Europa wo anfangen und wir wollen in Österreich anfangen. Und ich war irgendwie total geflasht und sage ich, aber warum jetzt? Sagt er, naja, ihr macht gutes Seed Financing, weil wir haben einfach festgestellt, bei Series A, Series B, da kann man gut mitspielen. So, jetzt versuche ich den ein bisschen zu vernetzen und verlinken. Aber es ist ein super Beispiel für, sogar auf einer internationalen Map, von einer externen Wahrnehmung heraus, kommen die Leute und sagen, ihr seid gut, das sind spannende Dinge. Der hat mir auch über ein paar Projekte erzählt, Firmen, wo ich mir gedacht habe, interessant, was die für eine Market Knowledge haben. Ja?
Aber er hat sofort gesagt, und die brauchen dann Geld und das bringen wir. Ja, da hätte ich natürlich lieber gerne, weil wir kennen alle die Folgeeffekte, dass die Forschung da bleibt, die Headquarters da bleiben und dass wir da scalen. Und jetzt ist es ein bisschen ein plattes Bild, aber zu sagen, wir können auch ein paar Unicorns hervorbringen, das ist halt die quasi Image- und Reputationswährung, mit der wir da halt arbeiten. Ob sie gut ist oder nicht, will ich jetzt gar nicht kommentieren, aber es ist ja nur ein Zeichen für, wie schön wächst ein Betrieb, was für einen Wert schafft er als Marke für seine Produkte, für seine Dienstleistung, für das Neue. Und da haben wir natürlich Potential. Ja? Und die müssen dann nicht wohin abwandern. Das ist natürlich bedauerlich, wenn das passiert. Das Interessante wäre, wir haben ja mal ein bisschen darüber sinniert, über das Thema Nordstern, was unser Nordstern sein kann. Und es wäre ja interessant, wir sagen, wir haben ja jetzt eine Krise und die hoffentlich sehr, sehr bald zumindest einen entscheidenden Schritt überstandener ist, wenn ich es mal so sagen darf. Da kommt natürlich noch viel auf uns zu. Aber es ist ja immer sehr leicht zu sagen, dort wollen wir hin. Das ist das Ziel, das ist unser Nordstern, den wir erreichen wollen. Was wäre denn aus deiner Sicht der Nordstern für Österreich, für Österreichs Wirtschaft und auch für das Ökosystem, das wir hier haben? Also ich habe den Traum nicht aufgegeben oder das Ziel für mich nicht abgeschrieben, dass wir zu den Innovation Leader Ländern gehören. Das bedeutet, eines der ganz wenigen Länder zu sein, in dem Kreativität und Innovation wahnsinnig groß geschrieben wird, weil wir das Potenzial haben, wirklich Großes zu schaffen, in dem das Moonshot-Denken fast in unsere DNA hineingeschrieben ist, mit einem extrem Top-Bildungsniveau und natürlich großartigen Lebensbedingungen. Also wenn man so will, ein Land, das zeigt, wie man nachhaltiges Wirtschaften, aber Wirtschaften innovationsorientiert in den Einklang bringt. Ja, also halt gutes Geschäfte machen mit gutem Tun. Und das auf einem extrem international hohen Niveau und damit eine Vorbildwirkung haben, im wahrsten Sinne des Wortes ein Nordstern sein, wie du sagst, Daniel, ist ja, der Nordstern ist eine Orientierungsmarke. Richtig, ja. Und seine Orientierungsmarke auf einem Weg wohin meistens. Und Weg wohin heißt natürlich in eine bessere Zukunft. Das ist ein schönes Bild. Ich meine, als du gerade das Moonshot-Denken erwähnt hast, da musste ich natürlich lächeln. Musste ich kurz loswerden. Markus, du hast gerade eingeatmet. Ich fände es ganz spannend. Wir haben ja heute auch als Thema Comeback der Wirtschaft. Und eine Krise ist sicher auch immer eine Chance zu verändern. Mich würde interessieren, halt, was du denkst. Wo ist diese Chance der Veränderung verortet? Was würdest du dir wünschen, dass nach der Krise zurückkommt und was vielleicht auch durch die Krise sich verändert hat, was auch ein Anstoß zur Veränderung darstellt, der hoffentlich auch so bleiben soll? Also was zurückkommen wird, wir sehen das jetzt auch schon in den Zahlen und Wirtschaftspsychologie, ist diese Stimmung der Neugierde und Lust auf Zukunft. Das haben wir eigentlich sehr gut empfunden die letzten Jahre. Da war natürlich jetzt die Pandemie und ist die Pandemie ein harter Cut, aber wir sehen es, das kommt wieder zurück. Und diese Lust auf Zukunft ist Österreich deswegen so wichtig, weil wir eine kleine exportorientierte Volkswirtschaft sind, die einfach ihre Produkte und Dienstleistungen in die ganze Welt verkauft. Und nur wenn ich ständig Lust auf Zukunft habe und das Beste meinen Kundinnen und Kunden anbieten möchte, also High Quality, ja, und damit auch quasi Value for Money, weil das soll ja auch einen guten Preis haben, damit Menschen dann da zu Hause davon leben können, dann muss ich ständig innovieren. Aber fürs ständig Innovieren, das darf nicht nur ein Zwang sein, das muss eine lustvolle Geschichte. Und das haben wir in vielen österreichischen Betrieben und das brauchen wir weiter und ich würde mich auch freuen, wenn wir das ausbauen. Ressourcenverschwendung, glaube ich, hat uns die Pandemie gezeigt, wie wir das ein bisschen besser in den Griff bekommen. Also was ist notwendig und was nicht? Muss man überall wohin reisen? Für ein kurzes Meeting geht das auch digital? Wie kann man optimierter zusammenarbeiten? Also ich glaube, im Sinne der Nachhaltigkeit, da ist jetzt zu viel bewusst geworden, was wir auch optimieren können. Und wir sind sicher auch bewusster jetzt im Umgang mit unserer Zeit. So eine einschneidende Geschichte wie eine Pandemie, die auch Endlichkeit im wahrsten Sinn des Wortes einem vor Auge führt, nicht? Also alles kann schnell ganz anders sein. Die kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass man überhaupt nur im Hier und Jetzt lebt. Das ist natürlich wiederum relativ verantwortungslos, weil man hat ja auch eine Verantwortung für das Morgen, wie jeder Einzelne, und das Kollektiv, wir alle gemeinsam. Und glaube ich, diese Balance herzustellen, das ist die ganz spannende Aufgabe. Also zu sagen, den Moment nutzen, das Momentum nutzen und gleichzeitig aber nicht in Zukunft unter Anführungszeichen die Zukunft aus den Augen verlieren. Ja, ich glaube sozusagen, dass das schon irgendwie
die schwierige Aufgabe ist. Und ich bin mir sicher, das haben wir vorher nicht in so einer guten Balance gehabt, weil das war eine Frage, Markus, wie geht das? Und damit verbunden einfach mein größter Wunsch, einfach größer denken. Ja, also was brauchen wir mehr, was mir jetzt vollkommen klar geworden ist, sozusagen noch größer denken. Ich habe das ja immer proklamiert und bin gesagt, Tamara mit seinen Visionen und denen ständig vorhalten, wir machen uns immer nur so klein. Es ist aber die Wahrheit. Viele machen uns im Diskurs immer kleiner. Nicht? Man tut den anderen was neiden, kleinreden, schlechtreden und das bringt ja nichts. Und der politischen Debatte gerade aktuell, alle uns wieder anpatzen, wechselseitig interessiert ja niemand. Wir wollen unser Ding machen und damit erfolgreich sein. Das Einzige, was die Menschen interessiert. Und wie gesagt, im Idealfall auch Gutes tun und damit auch gutes Geld verdienen. Das ist legitim, beides zu haben. Das ist ja auch ein Anreiz. Ne? Was ich dann damit mache, das ist im Sinne der Freiheit, ob ich das spare oder ob ich das spende oder ob ich das ausgebe. Ne? Das ist so eine tiefste persönliche Freiheit. Aber ich muss einmal die Möglichkeit haben, da was zu erwirtschaften. Also für unsere zukünftige DNA, das Moonshot-Denken, groß zu denken und was wagen, das wäre für mich das Wichtigste, was wir viel mehr brauchen, um das ganz konkret zu beantworten, Markus. Ja, und das ist schön, dir zuzuhören. Ich meine, das Interessante ist, wenn du sagst, Moonshot-Denken und aber auch Lust haben, Geld zu verdienen, das zu verstehen, dass das was Gutes ist. Man merkt immer wieder auch in der DNA, dass Leute sagen, ja, Geld verdienen. Hm. Und Unternehmertum ist ja sowieso. Hm. Und wir haben im Vorfeld ein bisschen darüber gesprochen, dass natürlich viele das Bild haben des Unternehmers, der Unternehmerin, das sind die, die dann ja Porsche fahren, Dom Perignon trinken und sensationell erfolgreich sind, sehen aber nicht, was es eigentlich heißt, wirklich Unternehmertum darzustellen, gerade in Zeiten der Krise, was es bedeutet und was es für Risiko bedeutet und was es für Entbehrung bedeutet. Und wir sehen natürlich, dass das Bild des Unternehmertums, das Bild der Entrepreneurship noch, ja, nennen wir es mal positiv, ausbaufähig ist in Österreich, um nicht zu sagen, es ist noch nicht ganz so ideal. Wie schätzt du das Image von Entrepreneurship ein? Wo stehen wir da jetzt gerade? Also ich glaube, dass Unternehmertum per se kein schlechtes Image hat, aber man verbindet dann damit immer noch dieses Bild von vor 120, 130, 140, 150 Jahren. Das ist so jemand, der da mit einem Zylinder und der fetten Zigarre im Mund irgendwo in einer Kutsche sitzt und sich rumkutschieren lässt, heute übersetzt, keine Ahnung, im Maybach herumkutschiert wird oder so, ja, und einen eigenen Privatjet hat oder was immer. Es sind halt andere Bilder als damals, aber der knechtet die ganzen armen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und quasi presst die aus, ja. Das ist natürlich ein extrem veraltetes Bild, das kommt aus einer ganz anderen Zeit. Wir haben ganz andere Länder mit ganz anderen Sozialsystemen, mit ganz anderen Möglichkeiten, aber man muss auch wollen. Und was in der Debatte zu kurz kommt, ist, dass das Menschen, dass das junge Frauen, junge Männer, Frauen, Männer insgesamt sind, die anpacken wollen, die dafür hart arbeiten. Das sind nicht die Lottogewinnerinnen und Lottogewinner, sondern das sind Leute, die hart arbeiten. Und der Spruch von Elon Musk ist schon richtig zu sagen, ich arbeite seit Jahrzehnten 7 Tage die Woche. Mir ist nichts geschenkt worden. Ich bleibe hart, hart, hart auf einem Ding drauf, weil ich es versuche. Und ich bin nicht mit allen Dingen erfolgreich gewesen, aber ich bin so erfolgreich mit manchen Dingen, weil ich einfach rund um die Uhr an dieses Ding nicht nur geglaubt habe, sondern dafür auch gekämpft habe. Und ganz ehrlich, die besonders erfolgreichen Unternehmer und Unternehmer, die ich kenne, und die haben sich das alle verdient, die kennen sowas wie ein klassisches Wochenende und ich strecke mal meine Füße hoch und ich mache nichts die ganze Zeit. Nicht, sondern die, ja, die tun sich auch ausrasten und die fahren auch gerne auf Urlaub und die gehen auch mal fort. Aber der Punkt ist, die haben ihr Projekt, ihre Ideen, ihr Unternehmen immer im Kopf mit und düfteln da immer und nutzen jede Gelegenheit auch zum Netzwerken, mit dem Neuen in Kontakt zu kommen. Das ist der Punkt ist, Unternehmertum, Entrepreneurship ist eine Haltung, ist eine Lebenseinstellung, ist ein Wertesystem, ein eigener innerer Kompass. Und das ist schwierig, transparent und sichtbar zu machen. In Betrieben geht das oft sehr leicht. Also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen mit ihren Chefinnen und Chefin in der Interaktion, was sie an denen haben. Also ich kenne viele Bereiche, da sind die sehr erfolgreich und die haben sich dann, die haben vielleicht ganz klein angefangen, nie am Anfang was ausgegeben, jede Investition von den Lippen abgespart, über Jahre keinen einzigen Gewinn ausbezahlt, vielfach dasselbe verdient, maximal wie ihre bestbezahlten Mitarbeiter, denen sie auch gar nicht so viel zahlen konnten und haben dann 20, 25, 30 Jahre mal großen Erfolg und dann können sie sich auch mal ein Haus kaufen und fahren ein schönes Auto und das ist denen im Betrieb niemand neidig, sondern die wissen, wie das gemeinsam hart erarbeitet wurde. Ja? Und ich glaube, die Bilder haben wir zu wenig. Ich glaube aber, dass das nicht nur ein österreichisches Phänomen ist, es ist ein bisschen so ein europäisches Phänomen. Ja? Gibt es in Deutschland ganz genauso, wo immer total zurückhaltend ist, niemand spricht über den Erfolg. Ihr kennt das Beispiel, das ich immer gebracht habe, auch schon bei Startup-Veranstaltungen. Da fährt jemand mit einem schicken Auto vor sein Einfamilienhaus hin und dann die Nachbarn schauen sich das über den Zaun an und sagen,
was hat der für ein Ding gedreht, dass der so ein Auto hat? Ne? Blablabla, blablabla, hat der im Lotto gewonnen? Wie geht das? Das kann doch gar nicht sein. Und in den USA fährt er vor und der andere kommt rüber und klopft ihm auf die Schulter und sagt, hey, cool gemacht, was hast du gemacht für ein Projekt? Wie bist du erfolgreich? Lass mir von dir lernen. Ich hätte das auch gern. Das ist eine ganz andere Attitude. Ne? Das ist eher so ein bisschen Neid und verdachtsorientiert und da drüben ist es eher so, hey, super, congrats, möchte ich lernen, möchte es auch machen. Und ich glaube, da gibt es einen großen Unterschied da in der Herangehensweise. Ne? Ich glaube, was oft auch nicht sichtbar ist, ist die Leidenschaft dahinter, weil ich glaube, warum arbeiten Unternehmer halt oft auch an Wochenenden oder so, Totale weil es ihnen Zustimmung, ganz Spaß wichtig, macht und, das, total. und sie das wollen. Und Ja. das ist genau diese Lebenseinstellung, die du angesprochen hast, wo wir auch gemeinsam jetzt zum Beispiel mit diesem Schulskikurs für Unternehmertum, den wir machen, der Entrepreneurship-Woche, wo probieren, diese Leidenschaft auch zu vermitteln und auch der nächsten Generation mitzugeben. Ich kann das nur von mir auch sagen, ganz transparent. Viele fragen immer, naja, du hast ja die eine oder andere Zusatzfunktion, bist dort Aufsichtsrat, sitzt in dem Aufsichtsgremium, wie geht sich das alles aus? Ich muss mein eigenes Unternehmen auch noch drum kümmern. Aber ich sitze halt dann mit einem asiatischen Co-Investor am Sonntag um 22:30 Uhr im Videocall, wenn es um meine privaten Geschichten geht und rede mit dem und habe auch überhaupt gar kein Problem, mich mit anderen am Samstag am Vormittag von 10 bis 12 zu treffen. Oder, das ist die ganze Zeit so. Das ganze Jahr. Immer, seit ich das mache. Und daher, das ist so mein Naturell und das ist auch im Übrigen das Naturell von ganz, ganz vielen Unternehmerinnen und Unternehmern. Die haben eben nicht diese strikte Trennung 9 to 5, sondern die nehmen das immer mit. Das ist für die Familien gar nicht leicht. Wenn jemand neu durchstartet, ihr wisst das in der Startup-Community, überlegt, warum machst du das überhaupt und warum tust du das überhaupt an und wer weiß, ob das erfolgreich ist und du setzt dein weniges Geld, das du mal gespart hast, als Risiko. Was ist, wenn das schief geht? Viel Druck in der Familie von Partnern, Eltern, die sich fürchten, dass das nichts wird, Großeltern, die sich noch viel mehr fürchten, dass das nichts wird. Im Freundeskreis und Umfeld, man muss sich darüber rechtfertigen, dass man sein eigenes Ding macht und jetzt nicht irgendwie einen unter Anführungszeichen sicheren Job hat, wobei sowas heute eh fast nicht mehr gibt und nicht irgendwie dann schon um 17:30 Uhr kicken gehen kann, wenn man sagt, naja, ich habe noch was zu tun, ich arbeite noch an was. Und das ist die Wahrheit. Das kann man schwer sichtbar machen, aber ich bewundere alle meine tiefe Hochachtung. Ich ziehe den Hut vor Ihnen. Sie sind quasi Peers von uns, von Daniel, von dir, von uns allen, weil sie es mit großer Leidenschaft machen. Und ich würde es keinen Tag missen wollen. Und ich denke auch nicht darüber nach, ob das zu viel ist oder zu wenig. Und aus dem Grund heraus mache ich das auch gern, mich für Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich einzusetzen. Junge, wie alte, große, wie kleine, weil das eine Spirit-Geschichte ist. Ja. Das Interessante ist, ich meine, wir reden ja dieselbe Sprache und du weißt ja, unser Ziel ist, Unternehmertum so normal und so zugänglich wie Skifahren zu machen in Österreich. Weil wir sagen, Skifahren, das kann jeder. Und das Interessante ist, wir haben ja eben diesen besagten Schulskikurs für Entrepreneurship. Dieses Jahr startet er an 45 Schulen und für uns ist die Vision, dass das irgendwann einfach komplett normal ist. Muss ja nicht jeder, aber alle, die wollen, können. Und zeitgleich sagen wir allerdings auch, beim Skifahren, Österreich ist eine Skifahrnation geworden, weil es vorgelebt wird. Jeder hat seine Vorbilder. Jeder sagt, ah, der Hermann, den kennen wir alle, der gelbe Helm. Das Spannende war, ich bin 1996 nach Österreich gezogen, ich bin in die Schule gegangen und ich weiß plötzlich, holte da jemand irgendwo einen Fernseher her, mitten im Unterricht und was ist da los? Und der Lehrer meinte, was macht ihr denn? Der Hermann. Und plötzlich haben alle geschlossen dem Hermann zugesehen. Und ein paar Wochen später war Schulskikurs und überall waren die Kinder, gerade die Kleinen, alle hatten sie den gelben Helm auf. Das heißt, einerseits hatten wir natürlich diesen Zugang dazu und andererseits auch die Vorbilder. Und wir sagen natürlich, wenn das so normal wie Skifahren werden muss, dann muss natürlich auch das Bild des Unternehmertums vorgelebt werden. Und du hast gerade so schön gesagt, das ist das wahre Bild, aber das ist das Bild, das tatsächlich bei einer breiten Bevölkerung noch gar nicht so ankommt. Und das ist so ein bisschen das Gefühl, wenn wir untereinander reden, wir wissen eh, wo das herkommt. Wir wissen eh, bei mir ist es genau gleich wie bei dir und bei jedem anderen. Aber wir haben das Gefühl, dass so der Schlüssel dazu ist, Unternehmertum auch breiter zu verankern in der Gesellschaft ist, auch breiter zu sagen, hey, Unternehmertum ist nicht nur ein bisschen pitchen und hier jetzt ein paar Millionen abholen, sondern Unternehmertum ist was völlig anderes. Nur irgendwie fehlt das in unserer Wahrnehmung. Wie schätzt du das ein? Also vielleicht nur ein paar ganz schnelle Gedanken dazu. Ich glaube, vielfach gibt es eine Verbundenheit in der Problematik mit dem Bildungssystem. In der menschlichen Natur ist die Neugierde festgeschrieben. Die Kids, die ganz, ganz Kleinen, wachsen ja nur, indem sie lernen aus ihren Fehlern, die sie machen. Ne? Ein paar Mal probieren zum Aufstehen, das ist ja alles schon in unserer Natur fest verankert. Und irgendwie ist das Bildungssystem dann so,
Es wird uns eher abtrainiert, neugierig zu sein. Es wird uns ein bisschen abtrainiert, Risiko zu nehmen. Es wird uns abtrainiert, nonkonform zu sein, sondern eher Konformität ist gefragt. Das kommt natürlich historisch aus den Bildungssystemen, die versucht haben, die Menschen so zu trainieren, dass sie brave Staatsuntertanen machen und konform als Soldaten, ja, schön die Befehle zu befolgen. Das hat im weitesten Sinne eine historische Tradition, durch die Aufklärung dann natürlich verändert, aber nicht so, dass wir jetzt sagen würden, unser Bildungssystem geht über vor Kreativitätsförderung, Risikoorientierung und damit wichtigen Grundlagen für unternehmerisches Verhalten. Da brauche ich den wirtschaftlichen Aspekt zuerst gar nicht dabei. Ich muss einmal prinzipiell neugierig sein, wenig Furcht haben, muss ausprobieren wollen und wie es den berühmten Spruch gibt, beim Hinfallen, Aufstehen, Krone richten, weitergehen, das darf ich ein paar Mal dürfen. Ja? Das ist die eine Komponente. Und die andere ist, ich orte schon so eine globale Tendenz dazu sagen, die Wirtschaft ist an allem schuld. Eine sehr einfache, populistische Erklärung für alles, was nicht gut läuft, die Wirtschaft ist schuld. Die Wahrheit ist, für alles, was gut läuft, ist die Wirtschaft verantwortlich. Dass wir weniger Armut haben, ja, auf der Welt als vor 20, 50, 100 Jahren. Dass wir weniger Krankheiten haben, ja, als vor 20, 50, 100 Jahren. Stichwort auch jetzt Pandemie. Ja, immer in Verbindung mit der Forschung, mit technologischer Innovation und in der Umsetzung dann durch die Wirtschaft. Ja. Dass alle vollkommen neue technologische Möglichkeiten haben, die unser Leben komfortabler gestalten. Ja. Nochmal, wir haben unterschiedliche Entwicklungen und Geschwindigkeiten auf der Welt, aber in Summe haben wir allein in den letzten 100 Jahren als Menschheit einen Fortschritt erlebt, der vor 150 Jahren vollkommen unvorstellbar gewesen wäre. Hätte das Menschen vor 150 Jahren während der Gründerzeit in Wien erzählt, was jetzt Anfang Mai 2021 in Wien möglich ist und du hättest das damals jemand erzählt, als Gründerzeit war, ja, da waren damals die Ideen der Industrialisierung für viele schon spooky und du hättest ihnen gesagt, was wir da jetzt machen. Die hätten gesagt, sind irre, die muss man einsperren irgendwo. Ja, das ist ja so. Also für die wäre das damals Science Fiction gewesen. Und ich glaube, dass diese Schritte schneller kommen, dass wir uns zum Teil noch gar nicht vorstellen können, was in 50, 40, 30 Jahren ist, weil das so rasant ist. Und diese Differenz zwischen dem, was möglich ist, und damit eigentlich auch Divergenz in der Haltung, und dem, worüber man aber über die Wirtschaft spricht, ihr versucht, eher Negatives anzuhaften. Ja? Diese Belastungen und das umweltschädliche Verhalten und Ausbeutung, alles ist weniger. Gab es früher mal viel mehr, es wird ständig weniger, weniger, viel, 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 viel besser, über mehr Verantwortung, auch mehr verbunden in der Community, mehr Innovationsorientierung, mehr Energieeffizienz. Ich könnte das jetzt ewig lang aufzählen, nicht nur für Österreich, auch für die anderen Länder. Und das hängt dann schon eng zusammen mit diesem negativen Image des Unternehmers. Mhm. Wenn ich also ein Gesamtsystem immer als negativ brande, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Blaming und Shaming, dann genieren sich die Leute und, ja, und dann gehe ich auch nicht so aufrecht rum und erzähle das auch nicht. Das ist schon ein Thema. Aber und in Österreich und in Europa, speziell im Vergleich zu anderen Ländern, wo die Leute sagen, wenn ich mir was aufbauen will, klassisch, ich mache mich selbstständig, das ist mein Ding. Indien, Vietnam, Philippinen, Indonesien, Malaysia, Korea, China ganz intensiv, ja, Japan, you name it, im asiatischen Bereich oder in Afrika, als es in den letzten Jahren ein paar Mal war, das ist vollkommen klar. Also wenn es einmal Klick gemacht hat und jemand will sich entwickeln und er weiß, er braucht eine Bildung, eine bessere Bildung, dann ist immer ein unternehmerisches Ding machen eigentlich das Ziel, das anavisiert wird. Also ich sehe das an ein paar Themen, also ich kann das komplett nachvollziehen und ich sehe so ein paar Themen. Nummer eins ist natürlich für mich das Interessante, wir können einerseits sagen, es ist ein Bildungsthema, wir müssen natürlich sagen, es muss früh vermittelt werden. Da haben wir jetzt so ein bisschen schon etwas gefunden, woran wir arbeiten und natürlich mitten in der Pandemie das zu starten vom Jahr zwei, jetzt haben wir dieses Jahr 45 Schulen, in ein paar Jahren sind wir sicher an jeder Schule. No pressure, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. So, das zweite Thema ist natürlich dieses Moonshot-Thinking. Das ist, finde ich, etwas, das muss vorgelebt werden, denn für mich ist das Besondere an Moonshot-Thinking ist, wenn das irgendein Spinner irgendwo in einem Lokal sagt, sagt jeder, was bist denn du für ein Depp? Wenn das jemand wie damals John F. Kennedy als amtierender US-Präsident sagt, dann nimmt man das auch ernst. Sagt, boah, okay, wenn der sich das traut. Und ich liebe ja so sehr an diesem Moonshot ist, dass er sagt, wir wollen das machen, nicht weil es einfach ist, sondern weil es schwer ist. Dieses because it's hard. Und sich hinzustellen und zu sagen, ich möchte so groß glauben, das muss vorgelebt werden. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, wenn Kinder, wenn junge Menschen, mit denen wir zu tun haben, manchmal Ideen artikulieren, die vollkommen irre sind, da passiert sehr häufig, dass die anderen, die es hören, sagen, das geht doch gar nicht, aber sicher nicht. Und dann tendiert man dazu, das Einfachere zu nehmen. Und die, die wirklich irre sind, die schiebt man dann zur Seite. Das heißt, wahrscheinlich hätte man einen jungen 14-, 15-jährigen JFK gesagt, komm, ist gut, geh rüber. Das heißt, auch das müssen wir in irgendeiner Form
vorleben. Und das ist so ein bisschen ein Gefühl, das kann man lernen, aber es kann man durch Vorbildwirkung lernen. Und das dritte Thema, das mir immer so ein bisschen noch fehlt, ist, um dieses Ziel zu erreichen, ist eben die echte Transparenz, dass Unternehmertum nicht nur bedeutet, ja, unternehmerisch zu agieren, sondern es ist eigentlich ein, ich habe etwas, das mich stört, ich suche nach Lösungen, entweder die gibt es die, dann kaufe ich das oder mache das, oder es gibt die Lösung nicht, also mache ich selber. Und das ist aber nicht einfach, frei nach JFK, da muss ich jetzt anpacken. Und da habe ich immer das Gefühl, das ist etwas, das kann man vorleben. Und da gibt es Menschen, die das Glück haben, dass sie es in der Familie oder im Umfeld haben. Ein paar wenige, die es ganz alleine schaffen. Aber die These ist, dass es noch immer zu wenige gibt, die früh dort in Berührung kommen. Und wir haben das Gefühl, dass es ein Narrativ, der eigentlich fehlt, ein breiter Narrativ, der genau diese Dinge erzählt, um tatsächlich einen wirklichen, wie soll ich sagen, einen Katapultstart für Unternehmertum voranzutreiben. Wie schätzt du diese Thesen ein? Also ich würde da überall zustimmen, ganz besonders bei der Geschichte mit der Vorbildwirkung. Aber das liegt vielleicht auch an dieser Zurückhaltung in Verbindung mit dieser Neidgesellschaft. Wollen wir das nochmal, dieses Thema aus dem Hut ziehen? Das ist so ein weißer Elefant im Raum, über den man nicht gerne in der Community bei uns spricht, aber in dem man unternehmerisch überhaupt nicht gerne spricht. Und nochmal, es ist kein österreichisches Thema. Ich orte das in vielen Ländern Europas. Da gibt es sowieso in den nordischen, skandinavischen Ländern eine andere Form von nobler Zurückhaltung, das sowieso alles hier, so ein bisschen redet man gar nicht drüber und ganz leise und still und sehr, ja. Und wenn man Erfolg nicht zeigen möchte, wenn man Angst hat, öffentlich angegriffen zu werden, dann zeigt man in Summe vielleicht gar nicht, was man macht. Ja, meine Hypothese, ich kann das vielfach bei Unternehmerinnen und Unternehmern sehen, die das auch dann sagen, die sagen, ich will gar nicht, dass das bekannt ist. Weil wenn wir die Fragen, auch jetzt in meiner Rolle und früher auch, als ich kurze Zeit in der Regierung sein durfte, ich oft mal gefragt habe, na, seid ihr bereit als Role Model, wo, euch hinzustellen? Ja, also die große Mehrheit, selbst wenn sie sehen würden, sie bekommen eine Bühne, sagen, ah, ich verkaufe international, wir haben das eh gut und wir werden von der Außenwirtschaft gut betreut und wir gehen dort hin. Ich will gar nicht, dass das bei mir jemand weiß im Umfeld. Sagen, warum? Wird man angefeindet und hin und her. Und da man nicht nur schätzen, die große Mehrheit denkt so. Die sagen, ich will das lieber gar nicht public haben, aber dadurch fehlen uns diese Role Models. Ja, ich bewundere einen Didi Matischitz für das, was er aufgebaut hat. Oder was ein Karl Waschek damals aufgebaut hat. Also aus dem Nichts ein riesiges Ding. Das geht nicht per Zufall, da steckt viel Arbeit dahinter, Power, aber wir bräuchten in den Medien, beginnend bei den Schulen in der Kommunikation, das, was du ansprichst, hunderte solche Beispiele. Ja. Ja? Und wir haben Unternehmer und Unternehmer, die in die Schulen gehen, die das machen, aber es sind noch immer viel zu wenige und wir tun uns echt schwer, die zu rekrutieren. Das weil ist aber sagen, eine Kanalfrage. Ja, es ist eine Channel-Frage, aber viele sagen ganz klar, dass in den Schulen, ich finde das super, dass ihr das macht und begründen dann immer, es ist schwierig mit der Zeit und Involvement und ob sie da so gut sind und die Story eigentlich so gut erzählen können. Niemand kann besser als eine Unternehmerin, Unternehmer selber über das eigene Produkt reden. Ja. Die können das super, hier ist aber meine sie sagen immer, ist mir zu spooky, weiß ich nicht, ob ich dann so bekannt sein möchte damit. Hier ist meine wilde These. Ich lehne mich mal aus dem Fenster. Es gibt aber andere Bereiche, wo das vollkommen in Ordnung ist, alles zu zeigen. Wenn du ein Musiker oder Musikerin bist, du bist ein Fußballspieler oder Formel-1-Fahrer, dann kannst du dein Privatjet zeigen. Deine Million-Dollar-Uhren, alle sagen, mega Jacob-Uhr-Privatflugzeug, der hat aber auch hart dafür gearbeitet, der Lewis Hamilton. Wir sehen aber auch alle, wo das herkommt. Wir verstehen, der ist seit 25 Jahren, fährt er rund um die Uhr. Wir sehen das, wir setzen uns selber ins Go-Kart und wissen, boah, so schnell wie der bin ich never ever beeindruckt. Der ist ja auch immer unterwegs, der Junge. Größten Respekt. Ich sehe das aber nicht, wenn ich ein Unternehmen sehe. Und ich glaube, das ist das, was so fehlt, diese Übersetzungsleistung, dass es genauso hart ist. Wir hatten letzte Woche den Felix Oswald zu Gast und der hat was sehr Spannendes gesagt. Der hat gesagt, Unternehmertum, gerade im Spitzenbereich, ist genau wie Spitzensport. Du bist rund um die Uhr dran, du bist rund um die Uhr am Acker. Nur im Spitzensport, da sehen die Leute das und wir lieben diese Stories. Ich habe mal vor Jahren gehört, David Beckham war so gut. Warum? Alle anderen sind nach Hause gegangen, der ist im Regen dort geblieben und hat einen Ball nach dem anderen geballert, bis er später punktgenau schießen konnte. Das ist fast so ein bisschen als der darf das zeigen und wir alle sagen mega. Beim anderen. Aber Daniel, du musst der Wahrheit Genüge tun und sagen und da auch wirklich hart ins Auge schauen. Das sagen nicht alle, das ist mega. Ja, also ich glaube sozusagen, da braucht man ein bisschen mehr Touch Base. Ich kenne viele Leute, die sagen, die sind alle überbezahlt, die verdienen das nicht, die bekommen viel zu viel Geld. Das ist total unfair, dass die ein paar Mal den Ball über das Netz hupfen und dann kriegen die Millionen. Also wir müssen ehrlich sein und sagen,
finden nicht alle super. Und glaube ich, auch für diese Entwicklung ist das ein fairer Marktwert, der arbeitet gleich viel, vielleicht wie jemand, der hart arbeitet und Überstunden macht. Und wieso kriegt er Millionen oder kickt halt mit dem Ball über das grüne Feld? Ein Fußballer mit einem Namen, der mit R beginnt und das auch gerne dann zeigt, Show-off macht, ja, ist auch international stark kritisiert. Also ich glaube, es gibt auch viele, die das nicht so super finden. Und Stimmt. ich gebe dir recht, in der massenmedialen Vermittlung, Instagram, digitale Medien, breitere Masse, wird das weniger kritisiert, vielleicht von einer bestimmten Gruppe, aber es steht auch von anderen hart in der Kritik. Ja? Also, Mit Sicherheit, aber aber wahrscheinlich ich weiß, was weniger du in den anderen meinst. Es wird Bereichen. von, ich weiß, was du meinst. Es wird mehr akzeptiert und hat vielleicht dort sogar mehr eine Vorbildwirkung. Bin mir aber nicht sicher, ob die Mehrheit der Jungen, die gerne wieder Fußballer mit Aaron spielen wollen, ja, also wieder Ronaldo spielen wollen, ob die das primär machen, weil die dann einen Millionen Werbevertrag bekommen oder weil sie einfach verdammt gerne kicken. So ist Und es, ihnen das oder? Fußballspiel Ja, einfach wahnsinnig gerne spielt. Ich glaube, das ist der Hauptmotivator. Man muss vermitteln, wie sinnstiftend das ist und vor allem, wie wahnsinnig viel Spaß man dabei haben muss. Ich glaube, dass das der Haupttreiber ist, ne? aber da möchte ich einhaken, das sehe ich mich genauso. Ich sage immer so gerne, weißt du, wenn du Formel-1-Weltmeister werden willst, weil du glaubst, Monte Carlo ist cool, dann wirst du es nie schaffen. Wenn du Bock hast, im strömenden Regen an einem Sonntag um 17 Uhr noch immer deine Runden zu fahren und bist einfach nur glücklich, weil du es darfst, dann wirst du dort vielleicht auch hinkommen. Das Interessante ist allerdings, das Unternehmertum, das ist ja genau das. Und wir haben aber oft das Gefühl, dass Unternehmertum zumindest in vielen Bereichen nicht das richtige Bild bis jetzt zeichnet, dass es die richtigen Leute mit der richtigen Motivation anlockt. Und für mich heißt Unternehmertum, ich kann mit beiden Händen mein eigenes Schicksal in die Hände nehmen und ich kann das, woran ich glaube, machen. Und da gibt es Werkzeuge, die ich erlernen kann. Und wir sehen aber, das Problem ist, dass es eben noch nicht so ganz jeder hat. Und Unternehmertum ist ja in Wahrheit eine Verantwortung, die ich erhalte für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, aber in erster Linie für mein eigenes Leben, für meine eigene Welt. Und die kann ich schaffen. Und wir glauben, das ist aber vielleicht eine Übersetzungsleistung, die nicht immer ankommt. Du willst raunzen, du willst meckern? Klar, mach was dagegen. Mach. Das prachtvoll gesagt. Kann nichts anschließen. Es entspricht ja auch meinem Lebensmotto, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und das eigene Ding zu machen. Ich habe das immer versucht, nicht weil ich irgendein Autoritätsthema hatte, mit dass ich jemanden Chef hatte, hatte ich auch eine Zeit lang, ja. Aber ich wollte immer lieber eigener Chef sein, als einen Chef haben. Und das ist schon so, du übernimmst damit eine gehörige Portion eigene Verantwortung, und wenn du dann Mitarbeiter hast, für andere. Ich kenne das auch, wie das in den ersten Unternehmensjahren war, wie du schwitzt zum 15. hinkommen, wenn die Abgaben, Sozialversicherung, Steuern zu leisten sind, die Gehälter zahlen, dass die Aufträge reinkommen. Allein diese psychologische Belastung, glaube ich, von vielen tausenden Unternehmern, 100.000, die je hatten in schwierigen Zeiten, das können sich viele andere gar nicht vorstellen, weil da gibt es keinen Automatismus, der läuft, sondern da muss man wahnsinnig viel dafür tun. Und das ist aber auch, was einen prägt. Und wenn man es gern macht, dann macht man es auch immer. Also all diese schwierigen Situationen werden nicht als totale Bedrohungen oder bedrückende Geschichten verstanden, sondern es sind Challenges, die man über drüber hüpft. Weil das, was man bekommt dafür, energetisch viel, viel, viel wertvoller ist. Genauso wie du das eigentlich beschrieben hast. Und das ist wie ein inneres Kraftwerk, ja, das da angeworfen wird. Ja, das durch sozusagen durch die Motivation selbstreferenziell, ja, sich immer wieder stärkt. Und das ist, ich kann nur sagen, dass es mich auch total antreibt. Und sie ist auch jetzt wieder bei einem aktuellen Projekt von mehreren, wo ich auch quasi selber ordentlich rein investiert habe, kann da noch nicht so viel dazu sagen, aber die Geschichte ist mit ganz wenigen Leuten begonnen, ja, vor 2 Jahren, ganz, ganz wenigen, mein Mitgründer, und jetzt sind es über 250, ja, und die Geschichte ist halt, ja, aber das ist halt sozusagen, wie energetisch das ist, immer zu sehen, was sich da tut, ja, in Deutschland und Österreich, ja, und Company mit ein paar Serial Entrepreneurs gegangen und gesagt, okay, wir machen das da in Österreich, macht es doch da. Und die Energie, die da rauskommt, das ist wieder so, das steckt alle an. Das ist, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Das ist so, also wenn man es nicht selbst erlebt hat, kann man es ja gar nicht beschreiben. Ihr grinst jetzt beide, weil ihr beide wisst, was ich meine. Und alle, die 100%. zuhören, werden das auch wissen, was ich meine. Das ist wie wenn du einen Starkstromleitungsstecker nimmst und irgendwo ansteckst an dich und du kriegst da Power, ja, und es vibriert alles und die Augen werden größer und und alles wird interessanter, neugieriger und du siehst wieder Potenziale, die du nicht gesehen hast und das wirkt sich positiv auf alles andere auf. Und das ist, was ich an dem so mag, an dem Unternehmerin sein,
in der Chancenorientierung auch so viel positive Energie mitzunehmen. Und es ist überhaupt nicht leicht. Es gibt so viele Challenges und es gibt jede Menge Rückschläge. Aber es hat eine spezielle, wie du richtig gesagt hast, Markus, Leidenschaftskomponente, die dahinter steckt. Ja? Und das ist eine nicht zu unterschätzende Frage und die, glaube ich, große Challenge ist, wie macht man das sichtbar und irgendwie nachempfindbar, oder? Das ist doch die Issue, damit es andere ansteckt. Wie kriegt man das gebacken? Ja? Indem man die Geschichten erzählt, indem man es angreifbar macht, indem man It's all Leuten about sagt, storytelling. das kannst du auch Ja, richtig. ja. Und wir glauben ganz fest daran, dass man in wenigen Sätzen das jedem vermitteln kann. Verdammt nochmal, ganz ehrlich, wenn halb Europa sich anschaut, wie man modelt, wie man singt, wie man was auch immer macht und die alle eine Meinung dazu haben, da singt jemand und sagt, oh, da hat er aber gut gesungen. Was motiviert die Leute hinter? Die sehen das und denken sich, das könnte ich theoretisch auch. Und dann kommen sie drauf, das kann ich nicht. Und Unternehmertum heißt für mich in 30 Sekunden heißt, ich habe ein Problem, das stört mich. Gut. Gut, kennst du fünf Leute, die das Problem auch haben? Ja oder nein? Nein? Such dir fünf Leute. Kennst du sie? Ja? Okay. Welche Top 3 Probleme löst du denn für sie? Weißt du es? Nein? Findest raus. Du weißt es? Eins, zwei, drei? Super. Wie machen sie es denn bisher? So und so? Aha. Und ist der Unterschied zwischen den zwei Sachen groß? Ja? Na dann mach mal weiter. Was brauchst denn du für den ersten Schritt, um zu beweisen, dass das funktioniert? Das? Cool. Das sind ganz ehrlich, das sind vier, fünf, sechs Fragen, die kannst du jedem Menschen, egal welchen Bildungsgrad du hast, vermitteln und sagen, weißt du was, und wenn deine Antworten so groß sind, dass du merkst, da ist was dahinter, dann leg los. Und das ist so ein bisschen unsere Vision, dass man Da das spricht einer der angreifbar macht. besten Startup-Coaches und Pro-Entrepreneurial Ambassadors, die wir haben, ja. Aber darf ich euch beide Leben nachfragen? dafür. Einfach, ich will das jetzt mal da aufgreifen, weil damit ich auch ein paar gute Takeaways habe, oder? Hau rein. So Sendungen wie Höhle der Löwen oder 2 Minuten, 2 Millionen und ähnliche Formate, die es ja rund um den Globus gibt. Wie muss man die weiterentwickeln? Weil das ist jetzt mal ein Standard, okay, hat gut funktioniert, aber jetzt eure als echte Profis, Ideen und Ansätze, wie muss man das weiterentwickeln? Weil du hast ja gesagt, wir schauen uns Tanzshows an und tralala. Also ich glaube, das war der in den Synapsen stattgefundene Connects. Wie muss man das weiterentwickeln, damit das noch breitenwirksamer wird? Das würde mich jetzt voll interessieren, weil das ist ein super spannendes Topic. Du musst dort ansetzen, dass eine breite Bevölkerung auch grundsätzlich die Möglichkeit hat, mitzumachen. Schau, 2 Minuten, 2 Millionen, Höhle der Löwen, die setzt irgendwo an, wo Leute schon sehr weit sind. Die haben meistens eine gute Ausbildung, sie haben eine gute Idee, sie haben ein MVP, sie sprechen die Sprache und sie haben etwas, was grundsätzlich größtenteils schlüsselfertig ist. Du musst den Zuseherinnen und Zusehern also die Möglichkeit geben, selber mitzufiebern, selber mitzumachen, zu sagen, schau, wenn du was hast, was dich stört, wenn du etwas hast, was du lösen musst, erzähle uns wie. Wir begleiten dich in den Prozessen. Du musst dann vor den Augen der Bevölkerung Schritt für Schritt diesen Weg gehen, wie jemand von, es stört mich etwas, all die Wege geht und du musst zeigen, wie viele auf der Strecke bleiben. Jetzt nicht, du musst das nicht künstlich darstellen, sondern es wird einfach passieren, bis am Ende einige wenige übrig bleiben. Und Österreich schaut zu, wie dieses Unternehmen langsam und schrittweise entsteht. Aber Dann warum wirst gibt du es das Leute an. digital eigentlich noch nicht? Ich kenne sowas global eigentlich noch nicht irgendwo. Das Kennt ihr gibt es auch das? nicht. Das ist bei uns in unseren Köpfen sehr stark, aber wir können das machen. Es ist Dann de brauchen wir facto natürlich. gründen statt pitchen, oder? Dann stelle ich euch die relevante Frage: Wie können wir euch dabei unterstützen? Wie schaut das konkret aus? Welchen Nutzen können Sie erzeugen? Ich drehe es jetzt um, Daniel. Ja? Du, Aber das wäre doch was. das wäre Also was. meinen Support hätte es natürlich. Wir würden damit natürlich etwas Halleluja. angehen, ein Thema, ein Problem tackeln, das wir schlichtweg haben. Es ist diese Image- und Reputationsgeschichte, aber ich glaube, ganz, ganz im Fokus müsste stehen, wie transportiere ich diese Leidenschaft, was Markus angesprochen hat. Das ist das Herzstück, ne, so einer Geschichte. Wir meinen zu wissen, wie. Wie man uns helfen kann, ist einfach, dass wir vielleicht, wir wissen sehr genau, wie, dass wir vielleicht außerhalb des Podcasts uns mal zusammenhocken, sagen, wie es geht. Und das Schönste wäre, wir brauchen natürlich jemanden, der auch Unternehmertum spürt. Das, ja, glaube ich, haben wir auf der anderen Seite jemanden wie mit dir, dass wir da auch mal ein bisschen reden können. Und dann bringen wir das zu den Österreicherinnen und Österreichern nach Hause und zeigen, wie es geht. Das war jetzt so ein bisschen ein Mini-Zufallspitch, oder? Ja. Das war ein Mini-Zufallspitch. Aber schau, ich meine, ich glaube, wir sprechen dieselbe Sprache, wir sehen dieselben Herausforderungen und das ist natürlich schön und das ist natürlich auch ein sehr authentischer Podcast, wenn man mal so hört, wie so ein Pitch funktionieren kann und dass so ein Pitch auch sehr schnell großartige Möglichkeiten bringen kann. Und wenn du Hätte da ich eine draußen. Serviette gehabt, hätte ich mir jetzt alles mitgeschrieben und hätte gesagt, das ist die Idee von Daniel und Markus auf einer Serviette festgehalten, wenn man das in Mündung Sehr, sehr schön. Aber ich habe eine viel bessere Idee. Ich hab noch eine Maske da, ja. Und ich schreibe mir jetzt diese Geschichte auf eine Maske. Und wenn das irgendwas wird, dann tun wir die Maske in einen Rahmen und hängen es dann in dem Mega. Office bei euch irgendwie auf. Schreibt mir Talking jetzt auf, about wie heißt das Storytelling. Projekt? Wie Finde heißt ich das toll. Projekt? Einfach Wie wird das Projekt machen. heißen?
Einfach machen. Okay. Ja. Gut. Einfach machen. Denn das ist die Antwort die Masse. Auf einfach jede Frage. Machen. Hat übrigens auch einen Grund, als ich meine erste Gründung gemacht habe, hatte ich dann plötzlich mit lauter Unternehmerinnen und Unternehmern zu tun. Das war die frühe i5 und Runtastic-Geschichte. Mhm. Und egal welche Frage ich hatte, hat mir einer von denen gesagt, nee, mach einfach. Einfach machen. Und ich hatte 1 Million Fragen. Ich hatte so viel Sorgen, was alles schiefgehen könnte. Da hat er mir auf die Schulter geklopft und gesagt, mach einfach. Und das ist okay. Die schwierigste und die beste Antwort. Hoffentlich kriegen wir da kein Copyright-Problem, gell? Ja. Wir können auch immer rebranden. Wir sind es ja auch gewöhnt, uns Herausforderungen gibt, Lösungen zu finden. Aber da steht jetzt zum Beweis, jetzt oben einfach machen, ja? Aber es gibt das Ganze natürlich auch im Englischen. Ne? Das ist eine Marke, die ich gern mag, weil sie einfach coole Schuhe machen. Und ja, da steht ja. Oben, just do it. Ja? Aber trotzdem, wir haben ja in den Rahmen, es ist eh nicht dreidimensional, machen wir einfach die deutsche Version hin. Ja? Also ich, Maske nehme ich mit, das ist der Beweis, ja, dass wir das jetzt festgehalten haben. Und ich hoffe einfach, dass ihr da wirklich mit einer coolen Idee kommt. Also ich nehme das total ernst, ich nehme euch da beim Wort. Ja? Und wir werden uns da treffen und dann schauen wir, was wir gemeinsam machen können. Sehr top. Gut. Und hier ist ein Tipp für dich dort draußen, podcast@austrianstartups.com. Erzähl uns, was du von dieser Idee hältst. Erzähl uns, was du dort sehen möchtest. Erzähl uns, was wir übersehen haben. Das können wir gemeinsam machen. Opportunity bedeutet Verantwortung. Und die Verantwortung, die haben wir jetzt gerade auf unsere Schultern gelegt bekommen, das werden wir nutzen, da freuen wir uns sehr drauf. Harald, ich weiß, die Zeit ist ein bisschen schneller gelaufen, als wir es geplant haben. Wir sind da sehr schön in die Tiefe gegangen. Ich möchte allerdings dir die Verantwortung jetzt wieder auf die Schultern legen und sagen, Harald, eine Prediction und einen Moonshot. Das ist so, wie wir unseren Podcast immer beenden. Und Prediction, was wird auf jeden Fall passieren? Und Moonshot, wo du sagst, hey, das ist die Richtung in einer idealen Welt, frei nach JFK, wo es hingehen könnte. Also was passieren wird, glaube ich, durch diesen Katalysatoreffekt, den die Pandemie hat, dass die Welt eine bessere wird, weil wir einfach mehr an Innovation glauben werden und Innovation noch mehr in den Fokus von vielen, vielen Ländern rücken wird. Und allein durch diesen super tollen Erfolg der Forschung, der angewandten Forschung und der Betriebe im Pharmabereich, im Bereich Impfstoff, ist das so obvious geworden. Und daher werden wir große Dinge sehen. Wir werden große Dinge sehen, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Ich freue mich total darauf. Ich bin ja ein Fan von diesen großen Dingen, die kommen. Und Moonshot, und da halte ich es mit JFK, der hat gesagt, wir bringen dann einen Mann auf den Mond. Ich glaube, dass in meinem Lebensalter und damit in euren und denen unserer Kids das Thema Raumfahrt noch eine echt große Rolle spielen wird und wir werden auch da Dinge sehen. Ich glaube sozusagen, der Mensch ist bereit dazu, den Fuß woanders hinzusetzen, auch wenn das noch nicht so ganz so weit ist. Aber das werden wir noch sehen und das wird viel bewegen, weil es auch in den Köpfen wieder viel möglich machen wird. Das ganze Thema Raumfahrt an sich, ja, wird wieder in den Fokus kommen. Das ist mein Moonshot in seiner Art und Weise, wie wir es heute auch noch gar nicht vorstellen können. Und auf das freue ich mich auch ganz besonders. Ja, das ist einfach Perspektiven erweiternd. Ja. To boldly go where no one has gone before, um es mit einem Star Trek-Saga zu beenden. Toll. Harald, it's been a pleasure. Vielen, vielen Dank an dich. Thank you for having me. Danke, danke. Und vor allem, bleibt gesund. Du Liebe auch. Grüße an eure Lieben, Family. Alles Gute. Dankeschön. Take care, stay safe und bis bald. Danke. Ciao, ciao.